Welcher Film, in dem du mitgespielt hast, dich am meisten fasziniert? Soll ich ernsthaft antworten? Das ist dann jetzt ist eine, der Zeitpunkt. Ja, aber ich könnte jetzt irgendwas sagen, aber es gibt in jedem Film wirklich tolle Momente und in dem Moment, wo du dran arbeitest, gibt es nur den. Und das ist dann der faszinierendste. Also da gibt es auch eher so Graduierung so nach unten hin oder so, dass man hat auch Tage, da ist es wirklich Arbeit, da muss man sich wirklich tierisch zusammenreißen. Aber es gibt natürlich Highlights, also Knocking on Heaven's Door zum Beispiel damals, hatte folgendes Highlight. Der Rudi Wurlitzer, die Rolle, die ich gespielt habe, hat sich ja gewünscht, einmal mit zwei Frauen zu schlafen. Und dann gehen sie in Holland in ein Bordell. Und ich bin nicht der Einzige. Jetzt sind die Gläser Und dann waren wir eben in so einem haben wir das gedreht und dann war in der Szene eben, dass Helen Duval, ein großer Star in der Pornoszene, spielte da die Puffmutter und präsentierte sozusagen, da standen bestimmt 60 junge Mädchen. Und die standen alle oben ohne da. Und Rudi Wurlitzer, also meine Figur, da konnte sich nur zwei aussuchen. Ja, das war so dieses Moment. Und alleine die Vorbereitung zu dem Dreh, die waren so sensationell, weil da standen nun wirklich... Da standen nun wirklich stell dir vor, die Fischerchöre, so alle zwischen... Nur die Frauen, so zwischen 18 und 21... splitternackt. Und dann ging es hieß es drehfertig machen. Ja, da kommt dann nochmal der Maskenbildner, macht nochmal die Haare und so. Die machten Folgendes. Da fingen wirklich 80 Frauen oder ich weiß nicht, wie viele das auch waren, gleichzeitig an, ihre Nippel fest zu machen. Und zwar mit Eiswürfeln, mit den Fingern, mit Spray. Und das Bild werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen, weil das lief gleichzeitig, da habe ich alle so... Und dann hieß es drehen und dann standen sie alle so da. Das war sensationell. Das glaube ich, dass man das schlecht vergisst. Ja. Hier kommt eine sehr originelle Frage. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Beim Musikmachen. Wir haben einen Film gedreht vor vielen Jahren, der hieß Halt mich fest. Und da ging es um eine abgetackelte Band, die so auf Schützenfesten und so It's a Heartache und Purple Rain spielt und so eben für... Können wir auch Nordsee-Kusseur? Oh, nee, können wir notfalls auch. Und das war so eine Geschichte, der Regisseur hat gesagt, ich will, dass ihr, die Schauspieler, also er hat uns auch richtig so besetzt, weil ich spiele Gitarre, die Anna singt. Und der wollte, dass wir das alles selber spielen können. Also haben wir uns drauf geschafft, eben Purple Rain und It's a Heartache. Und als wir da geprobt haben und zusammen in diesem Probenraum waren und eben einfach nur Musik gemacht haben, da hat es gerumst. Beim Singen. Ja, Singen ist ja was sehr Sexiges, ne? Findest du nicht? Zusammen singen, finde ich, ist schon ein sehr intimer Prozess. Ja. Finde ich auch. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Und wenn das dann noch Shanty-Lieder sind, da geht's ab. Hey, 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 hey. Hey. Absolute Lieblingsgeschichte. Du hast schon musikalische Erziehung genossen, ne? Und du solltest immer Operetten auf einer Konzertgitarre spielen. Das finde ich schon mal, wie spielt man denn Operetten auf einer Konzertgitarre? Ich hatte irgendwann gemerkt, dass bei Lagerfeuern und sowas, ne, die mit den... Gitarren in der Hand, unglaublich gute Karten bei denen mit den Hügeln unterm Pullover hatten. Und habe gedacht, das wäre könnte ein Weg sein für mich, da nach vorne zu kommen. Und was ist los? Der war gut, ne? Der war ganz niedlich, den mögen wir. Komm, Mädels, wir machen ein witzig, witzig. Heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Inas Nacht.